Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder zu einem Video und zwar zu einem kleinen Pop-Out. Und zwar habe ich was eingegossen zu meiner aktuellen Lieblingsserie Shadowhunter und die wollte ich euch zeigen. Ich habe es überlegt, mache ich dazu ein Video oder nicht, aber ich dachte, ich mache ein Video, aber ich poppe erstmal mit euch die neuen Formen aus, die ich hier habe. Einmal hier dieses Herz in Blau. Erkennt man das? Es ist alles so dunkel hier. Also einmal hier so in Blau. Die andere Hälfte ist in Rot. Die kann man so ineinander stecken. Irgendwie. Mach mal den Rollladen hoch. Moment. So, ich hoffe, ihr könnt es etwas erkennen, weil auf dem Bildschirm sieht es dunkel aus. Das war einmal die Form. Dann habe ich hier die Herzform. Da habe ich halt die Herzen gegossen. Das sind alles so. Da gefällt mir die Form schon besser, aber die gefällt mir nicht so, die Herzform. Dann habe ich hier Hundepfoten. Machen wir mal ein bisschen Wechsel. Dann hier die Katzenköpfe. Die sind auch süß geworden. Und dann hier noch der Mond. Die sind auch schön, aber ich werde die beim nächsten Mal nicht mehr voll gießen. Ja. Dann habe ich hier schon die ersten Shadowhunter-Zeichen, also die Runen. Da sind Blasen drin, sehe ich gerade, aber die werde ich überlackieren, dann ist das kein Problem. Da ist ja auch eine Blase drin. Das heißt Liebe und das weiß ich gerade nicht, welches das ist. Das ist die hier. Richtig toll geworden. Dann ist hier nochmal Liebe. Nochmal. Aber da sind Überblasen drin. Ja, da. Muss ich die noch mal machen? Das war wie gesagt nur ein Test. Und das dann auch hier. Das kann man wegmachen. So, mit Shadowhunter. Da habe ich es falsch rum eingegossen. Leider. Dann noch mal hier. Auch noch nicht so das, was ich will, aber ich habe kein Harz mehr. Ich wollte es halt unbedingt mal austesten. Aber das kommt auch in dem Weiß gar nicht zur Geltung. Das Graue. Leider. Das ist schön geworden. Das da. Ja. Ja, das waren sie. Das war das kleine Pop-Out.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Serie kennt oder mögt. Tschüss!